wird gehandelt. Gestern wieder einmal Allzeithoch, 15.275 Punkte. Und heute die Arbeitsmarktdaten und der Dow Jones im Minus. Ganz genau, wir sind im Minus gestartet. Gerade eben sind wir ins Plus gedreht und jetzt schon wieder ins Minus gegangen. Und warum? Der Philly Fed Index ist gekommen, minus 5,2 Punkte. Und das ist dann deutlich schlechter als erwartet. Und wir haben den Trend auch gestern schon gesehen beim Empire State Manufacturing Index. Ein Minuswert, auch heute wieder ein Minuswert beim Philly Fed Index. Das heißt, auch das Vertrauen in die Region, die hat dann abgenommen. Und auch in die zukünftige Prognose, wenn es zur wirtschaftlichen Ausrichtung kommt, rund um die Region Philadelphia. Heute Morgen, Sie haben es schon angesprochen, Andreas, kamen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, auch die schlechter wieder ausgefallen als erwartet auf dem höchsten Stand seit März. Und dann kamen vor allen Dingen auch Zahlen zu dem Immobilienmarkt und der ist ja so wichtig für die Erholung hier in den USA. Wohnbaubeginne im April auf dem niedrigsten Stand seit 5 Jahren, schlechter als erwartet, 853.000 Anträge. Wohnbaugenehmigungen April über 1 Million, das ist deutlich besser als erwartet. Und diese Wohnbaugenehmigungen, die zeigen ja vor allen Dingen in die Zukunft. Also bekommen wir dann vielleicht in den nächsten Monaten etwas bessere Daten. Wenn man in Amerika zum Einkaufen gehen will, mit dem großen Auto vorfährt auf dem großen Parkplatz, geht man sehr oft und sehr gerne zu Walmart. Da gibt es im Prinzip alles und das zu recht vernünftigen Preisen. Jetzt gab es Zahlen von Walmart und man hatte schon im Vorfeld gehört, hoppala, da läuft es nicht mehr ganz so rund. Wie sind die jetzt ausgefallen und wie sind sie angenommen worden? Ja, die Aktie ist auch gleich 2% ins Minus gegangen, über 2%. Der Gewinn konnte und Gewinn und Umsatz konnten nicht erfüllt werden, wie sich die Analysten das vorgestellt haben. Der Gewinn lag bei $1.14 pro Aktie. Da hatte man mehr erwartet. Und auch der Umsatz ist nur um 1% auf $114 Milliarden gestiegen. Also das war zu wenig und wir sehen, dass die Amerikaner eben vielleicht doch ein bisschen mehr zurückhaltender sind wegen der ganzen Unsicherheiten mit Ausgabenkürzungen, Steuererhöhungen. In Washington sehen wir ja auch die Zeichen, dass die Demokraten und Republikaner bis zur letzten Minute immer mit Verhandlungen warten und da kommen auch noch mal wieder einige auf uns zu. Die Staatsschuldenobergrenze vermutlich erstmal bis September ja gesichert. Aber wenn wir wieder auf den Verbraucher kommen, das ist eben wichtig, dass die Amerikaner Geld ausgeben, um das Bruttoinlandsprodukt wieder nach oben zu treiben, um die Wirtschaft voranzubringen. Und wir sehen es auch an den Zahlen, dass die Amerikaner vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Google mit Entwicklerkonferenz, mit vielen, vielen neuen Spielereien, die man angekündigt hat. Boeing mit Problemen mit den Triebwerken und Cisco Systems. Ja, viele Themen, die uns heute noch beschäftigen. Manuel, schöne Reihe nach. Ja, fangen wir mit Cisco doch ruhig an. Gestern nachbörslich die Zahlen, die Aktie heute dann über 10%, 13% ins Plus gegangen. Denn die Zahlen, die konnten überzeugen fürs dritte Quartal. Der Umsatz konnte um 5% auf $12.2 Milliarden gesteigert werden. Das ist der 9. Rekordumsatz in Folge. Auch der Gewinn ordentlich ausgefallen, 15% gesteigert auf $2.5 Milliarden. Vor allen Dingen kann das Unternehmen von den Datenmengen profitieren, der Daten. Cloud und dann auch dementsprechend von Tablets, von Smartphones. Das sieht man ganz deutlich. Wir schauen dann auch auf Boeing. Die Aktie hauchdünn ins Minus gegangen und da könnte es nach dem Desaster um den Dreamliner wieder zu weiteren Problemen kommen. Es gibt die Meldungen, dass Turbinen von General Electric Probleme hatten bei 2 Langstreckenflügen, dass dann jeweils eine Turbine ausgefallen sei und das muss nun kontrolliert gecheckt werden. Also da werden wir sehen, die Boeing 777, die wäre betroffen. Mal schauen, ob da auf Boeing das nächste Problem zukommt. Wir schauen dann außerdem noch auf Google. Die Aktie ist 0,7% ins Minus gegangen. Man präsentierte gestern ja auf der Entwicklermesse einen neuen Musikstream-Dienst. Google Play Music soll für $9.99 im Monat als Abo erhältlich sein. Und dann kann man die Musik streamen, so viel wie man möchte. Google wird außerdem den Kartendienst ein wenig rund erneuern, ein bisschen individueller gestalten mit vielleicht auch dann Restaurantempfehlungen. Und außerdem schaut Google noch auf die Stichwortsuche und man will weg von einfach nur einem Wort einzugeben, sondern hin zu ganzen Fragen, wie wir das ja auch bei Apple und Siri sehen, dass man eine Frage stellt und dann auch eine Antwort bekommt. Da will Google weiterhin arbeiten.
Und wir schauen außerdem nochmal auf Microsoft. Wir haben ja diverse Meldungen die Woche bekommen. Das Surface Pro wird nun auch in Deutschland auf den Markt kommen. Ende des Monats, am 31. Mai, kann man es online und dann auch bei den Einzelhändlern bekommen. Ab 879 Euro soll es dann zu haben sein und vollkommen einen PC ersetzen können von der Leistung her. Microsoft hatte zuletzt 900.000 vom Surface abgesetzt. Damit rangiert man auf Platz 5 im Tablet-Markt, hat aber nur einen Marktanteil von 1,8%. Und laut einer Studie hat Microsoft auf dem Smartphone-Markt den dritten Platz eingenommen und damit BlackBerry überholt. Also Google wird demnächst auch auf Sprachbefehle reagieren. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein und seine Zunge hüten, wenn man den Rechner dann irgendwie wieder mal beschimpft, wenn es nicht vorwärts geht. Dankeschön, Manuel Koch, unser Korrespondent in New York.